Ein herzliches Moin, meine lieben Freunde. Ja, Instagram ist schon was wirklich Interessantes und auch Amüsantes. Oh Mann, meine Haare sind auch sehr amüsant heute. Und mein Bartwuchs. Ja, warum? Also ich meine, ihr kennt es sicherlich. Also zumindest ist es bei mir so und auch bei vielen anderen, die halt eben mehrere Follower haben. Man wird per privater Nachricht in sogenannte Gruppen reingesetzt, in so Chatgruppen, wo dann halt eben so schmutzige Dinger, ne, also von irgendwelchen Fake-Profilen, wird man dann in Gruppen hinzugefügt mit mehreren anderen Benutzern. Und dann wird da irgendein Link reingepostet zu irgendwelchen Schmuddelseiten oder sowas. Ne? Also ich verlasse die Gruppen immer sofort und lösche die dann, melde die dann auch. Aber jetzt ist mal was passiert, was ich mega geil finde. Und zwar, ich bin nicht alleine in so einer Gruppe, sondern... ich zeige euch das auch gleich. Ich muss mich mal kurz hier durch meinen Posteingang hier mal durchklicken. Jetzt ist eine ganz interessante Konversation. Also es geht um eine Schmuddelseite. Ne? Da hat jemand mehrere Leute hinzugefügt, unter anderem mich. So, und jetzt ist es ja so, Freunde, wenn ihr mir eine private Nachricht über meinen Instagram-Account schreibt, bekommt ihr eine automatisierte Antwort von mir. Diese habe ich hinterlegt bei Facebook. Ne? Wenn man nämlich seinen Facebook-Account und Instagram-Account zusammenlegt, kann man eine automatisierte Nachricht als Antwort angeben. Das gibt es bei mir. Ich bin aber nicht der Einzige, der das gemacht hat, sondern auch jemand anderes, der in dieser Chatgruppe drin ist, hat das auch. Und jetzt unterhalten sich, unsere automatischen Antworten. Und zwar gehen ganz liebe Grüße raus an die Jungs und Mädels, an die Kolleginnen und Kollegen des offiziellen Accounts der kooperativen Regionalleitstelle Nord. Weil die sind nämlich auch in dieser Chatgruppe mit drin. Also, ich zeige euch das natürlich. Ich denke mal, der Verlauf wird dann noch weitergehen. Und zwar, das ist so geil. Also... Dieses Profil hier dürft ihr gerne melden. Lisa Schwertfeger 397 hat einfach nur einen Link reingeschrieben. Hier sieht man auch, es sind halt eben mehrere Leute in dieser Gruppe drin, nicht? Also meiner einer unter anderem. Ne? Und hier haben wir denn die Leitstelle. So, wie kommen wir zurück auf die Nachrichten? Warte, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wollen wir mal zurückklicken. Was passiert dann? Bin ich dann wieder drin? Ja. So, und jetzt hat sie natürlich diesen Link da reingestellt. Was ist passiert? Richtig. Meine automatisierte Antwort hat der Lisa Schwertfeger nämlich geantwortet. Moin, Lisa Schwertfeger 397. Da ich sehr viele Nachrichten erhalte, kann es durchaus einige Zeit dauern, bis ich deine Nachricht zur Kenntnis nehme. Bitte habe Verständnis dafür, dass ich leider nicht jede Nachricht beantworten kann. Sende mir bei Kooperations- sowie Presseanfragen bitte eine E-Mail an, nachricht@dersivi.de. Und hier kannst du mich auch noch abonnieren mit meinen ganzen Social-Media-Accounts. Und da ja meine Antwort da reingeschrieben worden ist, automatisch, war ich ja nicht selber, hat jetzt quasi die Leitstelle auf mich geantwortet. Nämlich auf meine automatisierte Antwort, hat jetzt die automatisierte Antwort der Leitstelle geantwortet. Hallo, der unterstrich Sivi, danke für deine Kontaktaufnahme. Wir haben deine Nachricht erhalten und freuen uns, dass du uns kontaktiert hast. Wir nutzen Facebook nur zur Verbreitung von Informationen und Verhaltenshinweisen bei aktuellen Lagen. Für allgemeine Fragen schick uns bitte eine E-Mail-Adresse an medien@leitstelle-nord.de. Bei Notfällen immer die 112 nutzen. So, und da ja natürlich jetzt die Leitstelle geantwortet hat, hat also mein automatisiertes System geantwortet. Moin, KRLS Nord, da ich sehr viele Nachrichten bekomme und so weiter und so fort. Ich denke mal, dieser Verlauf, da das eben erst bei mir auf dem Handy aufgeploppt ist, ich denke mal, dieser Verlauf geht jetzt immer weiter. Also liebe Grüße gehen natürlich raus an die Leitstelle Nord, auch wenn ich euch nicht kenne, aber ich finde es wirklich hervorragend, amüsant und echt toll, dass sich unsere beiden Instagram-Profile und auch Facebook-Seiten in einer Schmuddel-Chat-Gruppe bei Instagram unterhalten. Also... Ne, vielleicht sollten wir uns mal vielleicht mal selber mal auf eine Tasse Kaffee treffen, aber nicht über Schmuddeldinger reden, sondern wir können uns dann ja auch normal unterhalten. Währenddessen können sich unsere Accounts und Seiten ja weiterhin schreiben. Scheinbar mögen die sich. Also, liebe Grüße gehen raus an die Leitstelle Nord. Und echt Instagram, mein Gott, ey. Also jeden Tag ist man in 3, 4 solchen Gruppen drin. Du kommst gar nicht dahinterher, die einfach zu löschen und wieder rauszunehmen. Da müsst ihr mal was machen. Das ist echt nervig mit diesen Spam-Bots immer, ne?
Also, Freunde, wisst ihr Bescheid? Ich hab einen richtig geilen Draht zur Leitstelle Nord, Alter. Digga. Digga, Alter. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Euer Sivi und stellvertretend, denke ich auch mal, liebe Grüße von der Leitstelle Nord.